Heute ist Samstag, der 19. Oktober und ich mache mich gerade ready für die Uni. Ich habe dieses Wochenende so ein Blog-Seminar, deswegen habe ich heute den ganzen Tag Uni. Was kann man sich Besseres vorstellen an einem Samstag? Ist es nicht toll? Es ist jetzt kurz nach 8 und wie ihr sehen könnt, mache ich mich gerade ready. Ich habe heute von 9.45 Uhr bis 17.15 Uhr so ein Seminar. Das hatten wir gestern auch schon und das habe ich anstelle von so einem anderen Kurs und das habe ich viermal insgesamt. Also noch zweimal im November und einmal im Januar. Und da habe ich den Kurs aber auch abgeschlossen und muss nichts anderes mehr machen, was ich sehr nice finde, weil die anderen zum Beispiel eine Klausur schreiben müssen in so einem BWL-Kurs und da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Und das habe ich nämlich auch schon irgendwie gefühlt tausendmal gemacht im Bachelor. Deswegen habe ich das Modul nicht gewählt. Und ja, das Modul, das ich heute habe, heißt Konzeptentwicklung. Und wir entwickeln ein Konzept. Aber das ist der Inhalt. Und bisher ist es echt ganz cool. Also es ist sehr praktisch. Die Dozentin ist halt so eine Praktikerin und hat sehr viel Erfahrung. Und es ist echt sehr nice, mit solchen Leuten dann zu arbeiten und von denen zu lernen. Und ja, das einzige Blöde ist halt, dass es an einem Samstag ist, aber ich versuche die ganze Zeit schon, mich nicht zu doll da reinzusteigern und es einfach so zu behandeln wie ein ganz normaler Wochentag, weil dann ist es auch halb so wild. Dachte, ich nehme euch einfach ein bisschen mit über die nächsten paar Tage. Morgen ist Sonntag und da bin ich mit Toni für den Flohmarkt verabredet und ich glaube auch noch zum Backen mit Toni und Soso. Und ich dachte, das sind ganz nice, sind ein paar ganz nice Tage, wo ich euch mitnehmen kann. Und dann filme ich wahrscheinlich auch Montag noch weiter. Montag hat Marlene Geburtstag. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Schauen von diesem Vlog. Ich trinke jetzt mal noch meinen Kaffee aus. Ich habe irgendwie richtig viel Zeit noch. Es ist erst 8.18 Uhr. Und ich muss erst in einer halben Stunde los. Und ich habe schon eigentlich jetzt alles gemacht. Ich habe mir Frühstück zum Mitnehmen gemacht. Das ist mein Fit für den Tag. Ich habe diesen Cardigan von Gina Tricot, den ich in meinem letzten Vlog auch ausgepackt habe, an. Darunter einfach so ein weißes T-Shirt. Dann habe ich so eine graue Baggy-Hose an. Die ist, glaube ich, von Stradivarius. Ich glaube, die habe ich aber letztes oder vorletztes Jahr gekauft. Dazu so ein Gürtel einfach. Und dann habe ich meine Fake-Axe. Ich mag das Outfit. Ich finde das cool und das ist sehr bequem für so einen langen Tag. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Uni und es ist so ein schöner Spaziergang, der Weg vom Bahnhof. Ich war jetzt fast 12 Stunden unterwegs. Ich merke es auch ein bisschen in meinem Kopf. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Und genau deswegen mache ich jetzt mir ein ganz, ganz schnelles Abendessen und gehe schnell duschen und mache mir dann einen cozy Abend, weil ich bin tot. Ihr habt ja gerade gesehen, ich war heute in der Uni und danach bin ich ins Gym gefahren. Aus irgendeinem Grund habe ich eine Stunde ins Gym gebraucht, weil die S-Bahn mal wieder nicht ihr Ding gemacht hat. Und dann war ich im Gym, habe trainiert und bin dann jetzt heimgefahren. Ich habe auch relativ lang nach Hause gebraucht, weil ich im Gym war, das nicht genau bei mir ist. Und Berlin ist einfach zu groß. Und dann war ich gerade noch kurz einkaufen. Und jetzt habe ich hier meinen Einkauf fürs Wochenende. Und mache mir jetzt ganz, ganz schnell was zu essen. Ich habe nämlich noch so einen Kürbis da. Und im Moment ist ja diese Kürbispasta so im Hype. Und ich habe die letzte Woche schon mal gemacht. Und ich habe mir heute gerade eben bei Lisa noch Gnocchi und Burrata geholt. Und ich werde jetzt einfach so Kürbis-Burrata-Gnocchi machen, weil das geht super easy. Ich mache einfach, schneide ein bisschen Kürbis klein, lege den in den Ofen mit Zwiebel, Knoblauch
bisschen Feta, glaube ich, einfach auch noch oder Frischkäse oder so, einfach damit es irgendwas Creamiges ist. Und dann wird es püriert und dann kommen die Gnocchi dran und ein Burrata oben drauf und dann hat man ein super leckeres, schnelles Abendessen, was satt macht. Und das brauche ich jetzt, weil ich habe auch nicht so viel gegessen heute. Und ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen für morgen eingekauft. Weil morgen kommen Toni und Soso her und wir backen zusammen. Da freue ich mich auch schon sehr doll drauf. Aber da müsste ich auch noch für einkaufen. Deswegen habe ich Hefe und Butter gekauft. Und noch ein paar Äpfel. Milka-Schokolade war im Angebot, deswegen habe ich die mir mitgenommen. Joghurt war leer. Und ich habe eine Avocado mitgenommen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht so genau wieso, weil ich habe kein Brot oder irgendwas. Deswegen war das vielleicht ein bisschen überflüssig. Aber ja, das war mein Mini-Wochenendeinkauf. Ich habe auch noch einiges da, deswegen brauchte ich jetzt nicht so viel. Leute, es ist jetzt Sonntag und ich bin gerade aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht und jetzt mache ich mich fertig. Ich muss nämlich in einer halben Stunde ungefähr, ein bisschen mehr, in 40 Minuten los. Ich treffe mich auf dem Flohmarkt mit Toni und danach kommen wir hierher und wir backen noch mit Soso. Ich kann es zwar auch noch nicht richtig glauben, aber es ist einfach wieder Adventskalenderzeit. Es ist jetzt fast Ende Oktober und in einfach einem Monat können wir schon anfangen, unsere Adventskalender aufzumachen. Und genau deswegen wollte ich euch einmal die Adventskalender von Asam Beauty vorstellen. Und auch schon mal, kleiner Spoiler-Alert, ein, zwei Türchen mit euch zusammen aufmachen, um euch jetzt so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was da drin ist. Und zwar hat Asam Beauty insgesamt 3 Adventskalender und ich habe jetzt 2 davon schon mal hier. Zum einen den Adventskalender mit gemischter Hair und Skincare, das ist der hier. Und einmal den Magic Finish Kalender mit ganz vielen verschiedenen Make-up-Produkten. Und beide von den Kalendern haben einen Warenwert von über 170 Euro. Und ihr bekommt die für 69,99. Ihr habt auf jeden Fall einen krassen Warenwert da drin und könnt euch natürlich auch einmal durchs ganze Sortiment testen, was ich sehr cool finde. Ich mache jetzt mal zusammen mit euch ein Türchen von jedem Kalender auf, damit ihr so einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Bei dem Magic Finish Kalender mache ich jetzt direkt einfach mal die 1 auf und nehme mir das Türchen hier so raus. Und dann habt ihr einfach so ein kleines Produkt in Travel Size, was auch richtig nice ist, wenn ihr mal unterwegs seid, könnt ihr halt einfach die kleinen Versionen von den Produkten mitnehmen. Und hier haben wir jetzt so ein Velvet Lip und Cheek Tint in so einer richtig schönen rosa Farbe. Also der lässt sich super einfach auch mit der Hand verblenden und fühlt sich super weich an auf der Haut. Und in dem anderen Kalender sind dann eher so Skincare, Bodycare, Haircare Sachen drin. Da mache ich natürlich auch noch ein Türchen für euch auf. Ich nehme hier jetzt einfach mal direkt die 6 raus. Und da habe ich einmal die Magic Care Glow Up Cream. Ich glaube, die hat sogar einen kleinen Tint auch. Fühlt sich auf jeden Fall auch sehr angenehm auf der Haut an und riecht richtig gut. Genau, und das sind jetzt auch nur 2 von ganz vielen verschiedenen Produkten, die ihr eben mit dem Adventskalender testen könnt. Und ich finde es ganz nice, auch wenn man mal eine neue Marke ausprobieren will, dass man dann einfach so Testergrößen hat und sich einfach mal so durchs ganze Sortiment durchtesten kann über den Dezember. Falls ihr Asam Beauty noch nicht kennt, die Produkte sind alle made in Germany, natürlich tierversuchsfrei, zum größten Teil auch vegan und ressourcenschonend. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, vielleicht euch selber einen Adventskalender zu holen oder vielleicht auch irgendwie eurer Mom, eurer Schwester, besten Freundin, wem auch immer, eine Freude machen wollt für den Dezember, könnt ihr super gerne meinen Code benutzen. Den schreibe ich euch hier hin für 15% auf alles. Also natürlich auch die Adventskalender. Das heißt, ihr spart so um die 10 Euro bei den Adventskalendern. Ich verlinke euch alles auch nochmal in der Videobeschreibung und schreibe euch, wie gesagt, den Code hier hin. Ich freue mich auf jeden Fall voll, den Adventskalender dann nochmal richtig im Dezember jeden Tag aufzumachen und werde euch dann natürlich auch in meinen Vlogs immer zeigen, was ja in den Adventskalendern dann drin war. Jetzt beim Flohmarkt und ich bin voll spät dran. Toni und Jule sind schon da. Ich muss die jetzt mal suchen. Oh, hallo.
Leute, ich habe eine Tasche gekauft. Dann 1 Euro für das Ding und 3 Euro, 14 Euro. Ich habe gesagt, ich darf 15 Euro ausgeben. Das heißt, ich habe nur noch 1 Euro. Oh nein. Ich habe mir eine Adidas Hose gekauft für 10 Euro. Eine lila. Bisschen loco. Ich werde sie gleich bei dir mal anprobieren. Komm gleich. Dann habe ich mir so ein Mesh-Oberteil geholt, weil da möchte ich ein T-Shirt drüber ziehen, dass man nur die Ärmel sieht. Habe ich beinahe auf TikTok gesehen, fand ich ganz, ganz toll. Dann habe ich mir einen Schal gekauft. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt noch nicht. Kann man bestimmt gut stylen. Also ich habe mir diese Tasche geholt von Hermes. Hätte ich gebraucht für 3 Euro. Hermes für 3 Euro. Finde ich cool. Hat viele Fächer. Da kannst du auch so Stifte reinmachen. Ja, perfekt für die Uni. Und dann habe ich noch geholt ein rotes Longsleeve. Für 2 Euro. Passend zu meinen Nägeln. Oh. Ja, das war's. 5 Euro habe ich ausgegeben. Ich habe 14 ausgegeben. Mein Limit war 15. Okay, wir sind jetzt wieder zurück bei mir und wir warten jetzt, bis Soso kommt. Und dann wird gebacken. Was backen wir nochmal? Schwedische Zimtschnecken. Und weil ich vorhin keine Zeit hatte zu frühstücken, mache ich mir jetzt erstmal noch meinen Joghurt, weil ich habe sehr Bock darauf. Schokolade ist zu. Oh mein Gott, Soso ist wieder da. Oh mein Gott, wie lecker. Oh mein Gott. Scheiße, ich glaube, ich muss alle essen auf einmal. Ich bin jetzt zurück. Es ist gerade 18 Uhr und ich muss sagen, heute war einfach ein richtig, richtig schöner Herbsttag. Ich bin voll happy. So Flohmarkt, dann backen. Jetzt haben wir gerade noch einen großen Spaziergang gemacht und jetzt ist es langsam dunkel. Und ich glaube, ich mache mir jetzt einfach einen ganz entspannten Abend. Ich habe jetzt noch gar nicht wirklich Hunger, deswegen mal gucken, was ich mir heute zu Abendessen mache. Aber ich glaube, ich chill jetzt erstmal ein bisschen. Ich wollte eigentlich auch noch vielleicht meine Haare waschen. Vielleicht mache ich das auch noch. Ich hatte einfach echt einen sehr schönen Tag mit Toni und Soso. Ich hatte ja Soso auch vor lange nicht mehr gesehen, weil sie ja in Australien und Bali war. Und es war echt einfach mal wieder eine nice Reunion. Nächste Woche sind wir auch auf einem Event zusammen und da freue ich mich auch schon drauf. Einfach ein sehr nicer Tag. Guten Morgen, Leute, und Happy Monday. Ich bin jetzt ready für meinen Montag. Ich bin ja montags in meinem Office und da gehe ich jetzt los. Ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen spät dran. Ich habe heute so schlecht geschlafen. Ich lag so von 4 bis 6:30 einfach wach und konnte nicht mehr einschlafen und ja, hatte einfach viele Gedanken im Kopf und es war sehr anstrengend. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen spät dran, aber ich zeige euch jetzt trotzdem noch kurz mein Outfit, weil ich erst in 3 Minuten los kann, weil dann meine Bahn kommt. Und zwar habe ich heute das hier an. Ich habe einmal so ein Leo-Cardigan an, der ist von Pull & Bear, darunter so ein weißes Top. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich nicht doch lieber ein schwarzes Top anziehen hätte sollen, aber egal jetzt. Dann habe ich meine graue Anzugshose mit so einem braunen Gürtel an und meine Sambas und meine neue Tasche, die ich gestern beim Flohmarkt gekauft habe. Und mein Laptop passt da einfach perfekt rein. So, nach einer Stunde 15 dann auch mal im Office angekommen.
Leute, ich glaube, wir haben heute noch gar nicht richtig gequatscht. Das liegt daran, dass meine Kamera heute Morgen nicht aufgeladen war. Und ich irgendwie einen sehr spontanen Morgen hatte. Ich bin nämlich heute Morgen ins Gym gefahren, hatte aber auch ein bisschen verschlafen und bin dann direkt in die Uni. Und jetzt ist gleich 15 Uhr und ich bin jetzt zurück. Und ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Dann habe ich heute um 16.30 Uhr noch ein Meeting. Das habe ich hier online, deswegen bin ich jetzt nicht im Office. Und ansonsten, heute Abend kommt Toni noch zu mir und dann gehen wir auf ein Event zusammen. Da freue ich mich auch schon drauf. Davor muss ich noch ein bisschen aufräumen. Ich mache jetzt erstmal was zu essen, lade dabei meine Kamera und dann sehen wir uns gleich. So, ich habe jetzt gekocht und das ist meine Pasta. Ich habe so eine Erbsen-Tofu-Pasta gemacht und habe noch ein bisschen Feta drauf gegeben. Sieht echt ganz geil aus. Das esse ich jetzt hier im Bett, schaue nebenbei noch ein bisschen YouTube und dann muss ich duschen und in einer Stunde ist dann auch schon mein Meeting. Okay, ich habe jetzt Meeting, ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht. Jetzt bin ich da. Okay, Meeting lief gut. Ich glaube, jetzt ist es endlich mal Zeit für mich zu duschen, weil es ist jetzt 17 Uhr und Toni kommt so in einer Stunde und ich will noch ein kleines bisschen aufräumen und ich will jetzt duschen und dann schon mal vielleicht anfangen, auch meine Haare zu föhnen, weil ich glaube, ich heute ein bisschen so ein Blowout machen will, weil irgendwie haben die heute so gar keine Struktur und ja, ich dachte, für das Event kann man sich vielleicht mal ein bisschen schick machen. Vielleicht räume ich sogar erst ein bisschen auf. Ich glaube, das mache ich. Ist jetzt nicht so viel, aber ich muss einfach hier unten ein bisschen Sachen wegräumen. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich so meinen Blowout-Look mache. Also es wird jetzt nicht so ein krasses Bouncy-Blowout, das kann ich nicht, aber es wird einfach Haare ein bisschen Struktur reinbringen und zeige euch jetzt einmal kurz, was ich dafür so benutze. Und zwar habe ich von GHD dieses Tool zugeschickt bekommen im Sommer. Und das ist so eine Rundbürste und ich finde die echt ganz nice. Ich muss sagen, die wird sehr heiß und man kann die Temperatur nicht einstellen, was mich ein bisschen stört. Und deswegen benutze ich die auch nicht so oft, weil ich halt Angst habe, dass das meine Haare komplett damaged. Und dann teile ich erstmal meine Haare so auf. Ich glaube, ich mache das immer so in so drei Sections. Und dann kämme ich die hier einmal durch. Und damit das alles ein bisschen besser funktioniert, spray ich die einfach mit Wasser. Das ist Wasser einfach nur abgefüllt in so eine Sprühflasche, die leer war. Und Hitzeschutz. So, und dann sind meine Haare auch schon relativ nass. Und dann benutze ich diese GHD Volumizing Blow Dry Cream. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was sie macht, aber die riecht so gut, wenn ihr die benutzt, wirklich eure Haare riechen, als wärt ihr gerade aus dem Friseur gekommen und deswegen benutze ich die mainly. Und das ist alles, was ich mache, um meine Haare zu preppen. Und dann mache ich die Bürste an. Und gehe da einfach ein paar Mal drüber. Dann drehe ich die so ein und lasse sie einfach voll hängen. So, und das ist dann auch schon die untere Section. Das hat jetzt 5 Minuten gedauert und das mache ich jetzt mit dem Rest der Haare auch noch. So, und das ist jetzt das Ergebnis. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Krasses, aber es bringt einfach ein bisschen Struktur in meine Haare und ich finde, das sieht sehr clean aus. Das sind unsere Outfits of the day. Of the night. Of the night. Wir gehen jetzt zum Stradivarius-Event. TikTok und Instagram und YouTube Deutschland ist hier. Alle. Alle? Wirklich, nennt einen Influencer, er oder sie ist hier. Wie das hier drei Influencer auch nicht hier sind. Schwer.
bin zurück vom Event und das war wirklich crazy. Also ich muss sagen, ich war echt ein bisschen überfordert zwischenzeitlich. Es war so eine Reizüberflutung. Da waren so unfassbar viele Leute, die man so kannte einfach. Und ja, manchmal ist das ein bisschen auch einschüchternd. Ich weiß nicht, ob man sich das irgendwie vorstellen kann. Aber ja, ich bin home und es war trotzdem sehr schön. Ich habe auch echt viele Leute wieder gesehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Ich habe auch noch eine kleine Goodie-Bag bekommen. Ich zeige euch einmal ganz kurz, was da drin ist. Hier ist erstmal so ein kleiner Bär dran. Ganz cute. Und dann ist hier einmal so ein roter Schal. Finde ich sehr nice. Man konnte sich zwischen Rot und Weiß entscheiden. Und ich dachte, ich nehme mal Rot. Passend zu meinen Nägeln. Und dann ist hier noch ein Geldbeutel drin. Beziehungsweise so eine, ja, kleine Geldtasche, ein Make-up-Beutel, so ein, ja, Flugticket, weil das Event war so Airport-Theme und hier ist einfach so eine, wie so ein Flugticket mit dem Datum und der Adresse und so drauf. Ganz sweet gemacht. Und ja, dann natürlich noch die Tasche. Ich finde das eine sehr cute Goodie Bag. Ich werde mich jetzt abschminken, mir es gemütlich machen und dann mache ich mir, glaube ich, noch die restlichen Nudeln von vorhin warm und dann geht's schlafen. Es ist jetzt auch schon 10:30. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich ein bisschen früher zu Hause bin, aber naja. Und auf dem Event hatten so viele Leute so coole Outfits an und so die Haare so schön gestylt und so. Und es hat mich motiviert, mir einen Friseurtermin zu machen. Und ich bin ja wirklich, ich habe seit, keine Ahnung, 5 Jahren oder so, stimmt nicht, 2021 mit habe ich mir die Haare kurz geschnitten, aber das war ein Fehler. Das war auch mein letzter richtiger Friseurbesuch. Und jetzt habe ich mir einfach einen Friseurtermin gebucht für nächsten Mittwoch. Also stay tuned, in meinem nächsten Vlog könnt ihr das dann wahrscheinlich sehen, wie ich mir die Haare schneide, weil ich habe ein bisschen Bock auf eine Veränderung. Deswegen freut euch auf den nächsten Vlog. Guten Morgen, Leute. Es ist heute Mittwoch, 9.14 Uhr. Ich gehe gleich los ins Office. Mittwoch ist ja immer mein super langer Tag, deswegen weiß ich gar nicht, wie viel ich jetzt heute wirklich mitfilmen kann, weil ich bin halt im Office und dann in der Uni bis 21 Uhr und dann komme ich nach Hause und dann gehe ich, glaube ich, auch einfach nur noch ins Bett. Aber ja, ich versuche euch so gut wie es geht noch mitzunehmen. Ich glaube, heute ist auch der letzte Tag von diesem Vlog, weil ich habe gestern schon ein bisschen geschnitten und es ist schon ein relativ langes Video. Ich trinke gerade noch meinen Kaffee fertig. Und dann geht's los. Gestern war wirklich echt cool, das Event. Ich habe auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie krass das eigentlich ist, dass ich bei sowas eingeladen bin. Ich kann das immer nicht so richtig realisieren und ich glaube, irgendwann nimmt man das einfach so als selbstverständlich. Aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich und deswegen, ich bin so unfassbar dankbar, dass ich sowas erleben darf und ja auch einfach gerade in Berlin leben kann und bei sowas eben eingeladen werde, weil ja, echt einfach cool und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ja, kurz emotional geworden. Und es war auch echt einfach, wie gesagt, sehr schön, die ganzen Mädels mal wieder zu sehen und sich so ein bisschen zu updaten. Heute scheint die Sonne und es sieht aus wie ein richtig schöner Herbsttag draußen. Deswegen freue ich mich, gleich ein bisschen rauszugehen, auch wenn ich nur ins Office fahre. Ich wünsche euch einen ganz schönen restlichen Tag. Let's go!